Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.2. In diesem Video möchte ich euch das Verlegen von differenziellen Leitungspaaren zeigen und wie man das in KiCad realisiert. Dazu habe ich hier eine kleine Schaltung vorbereitet, zwei Arduino Nanos als Symbole über den Connector J1 mit Spannung und Strom versorgt. Weiterhin hier den Connector J2 und an diesen Connector J2 habe ich die beiden Schnittstellen bzw. Busse, die UART-Schnittstelle und den I²C-Bus angefügt und ich habe auch hier die beiden Arduino Nanos untereinander mit diesen Bus-Schnittstellen verbunden. Ihr seht das hier an diesen Netzlabeln. Einmal hier UART, I²C und dasselbe hier auf dem zweiten Nano. Und hier am Connector kann ich euch schön zeigen, welche zwei Möglichkeiten KiCad bietet, differenzielle Leitungspaare zu erstellen. Hier oben bei UART sehen wir die Variante 1. Ich muss also ein Netzlabel vergeben. Das erreiche ich hier rechts mit dem Werkzeug Netzlabel hinzufügen. Der Name muss gleich sein, also hier UART. Und um jetzt eine differenzielle Leitung zu erzeugen oder ein Leitungspaar zu erzeugen, kann ich die hier an der Variante 1 das mit Unterstrich P und mit Unterstrich N beenden. Darauf muss der Netzlabelname enden, Unterstrich P und Unterstrich N. Der Unterstrich ist zwingend notwendig, wenn ich die Buchstaben P und N verwende. Damit erkennt jetzt KiCad, dass bei diesem Netzlabel UART es sich um ein differenzielles Leitungspaar handelt. Die Alternative dazu ist der I²C-Bus, auch hier gleicher Netzname für die beiden Leitungen vom I²C-Bus und hier die Endung Minus und Plus. Der Unterstrich ist bei dieser Variante nicht zwingend erforderlich. Ich habe ihn trotzdem mit reingeschrieben, um mich hier einfach an die gleichen Konventionen zu halten. Es würde aber auch ohne diesen Unterstrich funktionieren, wenn ich hier die mathematischen Plus- und Minus-Symbole verwende. So, diese Netzlabels habe ich dann, wie gesagt, hier an die jeweiligen Schnittstellen connected, habe meine DAC-Check durchgeführt, den Footprint zugewiesen, Netzliste erzeugt etc. und das Ganze hier schon mal in die Platine importiert und die einfachen Netze, also die Spannungsversorgung, hier ganz normal händisch verbunden. Das waren ja keine differenziellen Paare. Die beiden differenziellen Leitungen hier für den UART und die I²C sind noch nicht connected. Als nächstes müssen wir ganz wichtig hier einige Einstellungen beachten. Und die möchte ich euch zeigen. Einmal hier unter Einstellungen, gehen wir hier auf PCB New in diesem Bereich und wir sehen hier drüben rechts Pads einrasten und Leiterbahnen einrasten. Hier stellen wir bitte ein beim Anlegen von Leiterbahnen, dass wir das hier angewählt haben. Grafik anpassen, ja. Damit werden wir dann gleich sehen im Video, die Leiterbahnen schön schnell einrasten, wenn ich an einem bestimmten Punkt am Pad bin. Machen die das automatisch, erleichtert das Arbeiten ungemein. Wir stellen auf OK. Anschließend prüfen wir hier nochmal, ob wir den modernen Grafikmodus eingeschalten haben. Ansonsten könnte es Probleme geben. Nächster Einstellungspunkt, den wir prüfen, ist hier der interaktive Router. Wir wollen hier Kollisionen hervorheben. Es ist ja ein Erstrouting und dann wollen wir also hier Kollisionen hervorheben und nicht verschieben oder umgehen. Freier Winkelmodus lassen wir aus, wir wollen 45 Grad nutzen und DAC-Fehler sollen natürlich nicht erlaubt sein, also der Haken darf hier nicht gesetzt sein. Auch hier wieder mit OK bestätigen und wir sind erstmal im richtigen Modus. Und jetzt kommt es ganz wichtig, da sollten wir drauf achten, die Einstellung der Netzklasse. Hier stolpert man schnell mal drüber. Wir sehen ja hier die Leiterbahnbreite und das Abstandsmaß bei unserer Netzklasse. Egal in welcher Netzklasse ich mich jetzt befinden würde, hier auch bei Default gilt das Gleiche. Das ist aber die Leiterbahnbreite und das Abstandsmaß für eine Einzelleiterbahn. Für die differenziellen Leiterbahnen gelten hier hinten die beiden Einstellungen, also Breite, Differential Pair und Abstand Differential Pair. Ja, also nicht wundern, wer hier vorne jetzt die Leiterbahnbreite zum Beispiel auf 0,8 mm ändert, wird hier hinten beim Verlegen von einem differenziellen Leitungspaar feststellen, dass
die Breite hier trotzdem 0,25 mm ist, denn hier ist es nicht geändert. Wer also hier eine andere Breite einstellen möchte für differenzielle Leitungspaare, muss das hier hinten tun, nicht hier vorn. Stolpert man gerne mal drüber. Damit sind die wesentlichen Einstellungen gemacht. Ich speichere mal ab und ich kann jetzt mit dem Routing beginnen. Ganz wichtig ist, wir sehen hier solche Kreuzungen, auch schon bei den Netzlinien. Die kann KiCad jetzt so ohne weiteres nicht auflösen. Zeige ich gleich. Man muss da ein bisschen aufpassen und das auch gegebenenfalls beim Positionieren von Bauteilen berücksichtigen. So, wie gehen wir jetzt in diesen Modus? Ich bin jetzt hier im Cursor-Modus über Route und differenzielles Paar anwählen, beziehungsweise Alt und die Taste 6, nicht F6, sondern die Taste 6 kann ich das erreichen, das ist die Tastaturkürzel dazu. Ich klicke es mal hier übers Menü an und wir sehen, wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich in den Zeichenmodus und kann also jetzt ein differenzielles Leitungspaar zeichnen. Und wenn ich hier auf meinen ersten Pin gehe vom UART und den anklicke und nach außen ziehe, seht ihr, wird jetzt hier automatisch die zweite Leitung mit connected. Und wenn ich diese Leitung jetzt hier unten heranführen möchte, sehe ich jetzt auch einmal eine rote und eine blaue Linie. Das sind die beiden Leiterbahnen. Und hier im Bereich des Cursors überkreuzen sie sich. Und deswegen, wenn ich jetzt hier rangehe, sehen wir hier Kollision. KiCad kann diese Kreuzung jetzt so hier nicht auflösen. Das muss ich also selbst tun. Und das tue ich mal hier in dem Fall, dass ich hier von hinten an diese ganze Geschichte herangehe. Und wir sehen, jetzt haben wir hier die rote und blaue Netzlinie sind also aufgelöst, keine Kreuzung mehr. Und wenn ich meinen Cursor jetzt hier an dieses Pad heranziehe, sehen wir, am bestimmten Punkt springt unsere Leiterbahn hier heran. Es gibt zwar noch mal eine Kollisionswarnung für die andere Leitung, aber KiCad kann das jetzt hier auflösen. Und durch dieses automatische Snap-In, was wir hier in den Einstellungen eingestellt haben, springen jetzt unsere beiden Leiterbahnen auf die jeweiligen Pads. Mit Linksklick können wir ablegen. Und damit ist unser erstes differenzielles Leitungspaar angeschlossen. Das wiederholen wir jetzt hier mal für den i2c-Bus. Ich gehe hier rauf, ich klicke hier an, ziehe das mal nach außen. Und kann jetzt hier ebenfalls im 45-Grad-Winkelmodus die Leiterbahn verlegen. Und wir sehen jetzt, würde ich ja natürlich hier nicht durchkommen. Also muss ich ein Via setzen. Das erreiche ich hier ganz einfach mit V. Wir sehen also, es werden zwei Vias gesetzt. Einmal Linksklick werden sie abgelegt. Ich befinde mich dann automatisch im anderen Layer, in der Kupferunterseite. Die werden auch, wir sehen es hier, im richtigen Winkel abgelegt, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und ich kann jetzt hier meine Bahn oder meine Leiterbahnen weiter verlegen und kann hier dann nach innen reingehen. Ich muss hier sehen, dass ich auch hier wieder die Kreuzung vermeide. Ich kann also nicht hier außen rumgehen, dann hätte ich wieder eine Leiterbahnkreuzung, sondern ich muss hier innen herum und wir sehen auch hier wieder die Verbindung, auch hier wieder ein V für Via setzen. Wir gehen dann auf der Oberseite weiter, führen unsere Leiterbahn hier weiter heran und mit Snap-In rasten wir hier wieder auf die entsprechende Pads oder auf die entsprechenden Pads ein und wir können auch hier wieder auf dieser Seite weiterziehen nach unten und wir achten darauf, dass wir hier also Kreuzungen vermeiden und können das jetzt hier wieder an die beiden i2c-Pins andocken, connecten. Im letzten Schritt wäre jetzt hier noch die UART zu verlegen. Auch das mache ich nochmal. Gehen wir hier nochmal oben raus. Wir sehen das also ganz schnell verlegt. V, Via setzen, nochmal Via setzen und na. So, wir setzen hier oben dann durch die Leiterbahn durch. Wir connecten hier an und wir sehen, wir haben also auch hier ruckzuck die differenziellen Paare gesetzt. Damit wäre jetzt unsere Platine mit den differenziellen Leitungspaaren geroutet. Das sieht natürlich jetzt nicht schön aus, aber ich denke, fürs Tutorial reicht das, um den
das ganze Prinzip einmal gezeigt zu haben und dass es verstanden wird. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, viel Spaß mit differenziellen Leitungsbahnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.